Enzo, Derby-Sieger in diesem wichtigen Spiel, das letzte Duell FV Dachslanden gegen DJK Dachslanden. Ja, wie sind die Emotionen? Ja, also wir freuen uns definitiv. Ja, ist jetzt seitdem die Fusion feststeht. Ja, also so ein richtiges Derby, muss ich sagen, vom Gefühl her ist es jetzt nicht mehr gewesen, weil ganz einfach wir nächstes Jahr alle zusammenspielen. Aber klar, das letzte Derby zu gewinnen, das steht in den Geschichtsbüchern und das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Du hast es angesprochen, das war das letzte Derby für eine lange Zeit wegen der Fusion. Wie sind da die Gefühle? Mit was für Gefühlen hat man diese Partie gespielt? Ja, also definitiv gemischte Gefühle gegen die zukünftigen Mitspieler. Klar, aber es ist nochmal zur Sache gegangen, hat man auch gesehen im Spiel. Ne? Da wollte jeder dem anderen nichts gönnen, sage ich mal. Ja, aber wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Mehr Details zum Spiel, wie hast du es erlebt? Ja, also ich bin erst später reingekommen. Von der Bank her war es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber so richtige Chancen hatten wir vielleicht auch nur 1-2 in der ersten Halbzeit. DJK war halt mehr hinten drin gestanden. Und ich glaube halt mit der Dauer hat man gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren. Das würde ich schon sagen. Und am Ende haben wir halt auch verdient gewonnen. Die Winterpause ist ja erst vor kurzem zu Ende gewesen. In was für einem Zustand ist jetzt euer Team, eure Mannschaft? Ja, also Winterpause ist ja immer schwer, ne? Mit unserem Gelände hier, mit dem Hartplatz. Wenn es da mal regnet, dann steht er gleich unter Wasser. Dann heißt es Joggingschuhe anziehen, was auch keinen Spaß macht immer. Und aber ich muss sagen, dafür sind wir eigentlich in einem guten Zustand. Hat man heute auch gesehen, wir sind wieder viel gerannt, haben viel geackert. Also in der Hinsicht sehe ich uns schon gut aufgestellt. Euer nächster Gegner ist dann auswärts Germania Neureuth. Was wird das für ein Spiel und was habt ihr euch darüber hinaus noch vorgenommen? Ja, also Germania Neureuth, wie man sieht, eine Top-Mannschaft mit Top-Spieler. Also da denke ich sofort an Butz, das ist ein überragender Kicker, aber die haben ja nicht nur einen Butz, die haben ja noch ganz viele andere richtig gute. Definitiv ein schwieriges Spiel, auch auswärts. Ne? Und ja, wir gehen dahin trotzdem, um was mitzunehmen. Man wird sehen, in der A-Klasse ist alles möglich eigentlich. Ne? Also ich bin da guter Dinge nach dem heutigen Sieg. Abschlussfrage. Wir haben ja schon ein bisschen über die Fusion gesprochen. Kannst du uns eine Perspektive geben? Was denkst du, was jetzt längerfristig passieren wird? Ja gut, also die Weichen sind ja gestellt. Ne? Also wir spielen die nächste Saison und vielleicht noch die übernächste Saison hier zusammen als SG Dachslanden. Und und dann wird unten das neue Sportzentrum gebaut. Es sieht auch richtig gut aus mit, ich glaube, zwei Kunstrasenplätzen und renovierten Clubheim. Also da kann sich Dachslanden glücklich schätzen, so ein Sportzentrum zu bekommen. Enzo, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ja, danke schön.